Beim Parkouren geht es immer weiter, dann geht es ein Doppelsalto, Dreifachsalto, irgendwann geht es ein Dreifachsalto mit einer Schraube und immer so weiter. Da gibt es immer neue Tricks und es hört einfach nie auf, der Sport. Also es gibt immer was Neues und deswegen will ich auch immer was Neues lernen, damit es nicht langweilig wird. Das erste Mal, wenn man Salto macht, dann ist das echt komisch für den Körper. Und dann macht man es immer öfter. Und irgendwann gewöhnt sich der Körper dran. Das heißt, man kennt auch dieses Gefühl, dass man sich dreht. Also muss man wirklich üben, das Gefühl für die Luft zu bekommen. Parkourer sind chaotisch, weil sie einfach überall rumspringen. Ich meine, so alte Leute, die uns sehen, die denken, oh mein Gott, was machen die denn da? Und wir machen einfach, für uns ist das ganz normal, dass wir nicht die Treppen benutzen, sondern die Geländer.